Hey Leute, herzlich willkommen zurück hier bei Ratenfeld Strohhalmfeld, bei The Hunter, Call of the Wild. Wir haben ja in der letzten Folge unsere ersten Tracking-Versuche unternommen. War nicht von Erfolg gegönnt. Von Erfolg gegönnt heißt es, ne? Wir haben ja in der letzten Folge, habe ich überlegt, wie das heißt. Ja, vergönnt heißt es sogar, glaube ich. Ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall sind wir weiterhin auf der Suche nach unserem ersten Wild. Bis jetzt haben wir noch nicht mal Sicht auf irgendwas gehabt. Außer einen Haufen Abdrücke von verschiedenen, Dammhirschen bis jetzt. Da haben wir einen Brummschrei. Wenn wir viel Glück haben, kommt das Tier in unsere Richtung. Wir sind aber hier auf offenem Feld. Das einzig Gute ist, dass der Wind direkt aus unserer Blickrichtung kommt. Das heißt, er kann uns nicht wittern. So wie das aussah, ist das aber richtig weit entfernt gewesen. Wir haben natürlich auch richtig gutes Wetter. Deswegen glaube ich nicht, dass er jetzt hier irgendwie um eine Ecke steht. Oder dass er uns überhaupt gehört hat mit unserem Brummschrei-Ding da. Nichtsdestotrotz versuchen wir es immer wieder. Für mich momentan am sinnvollsten. Ui, das ist richtig schlechtes Wetter. Mama, hol den Hammer. Ich hab fast Schiss, dass wir jetzt wirklich nah dran sind und das Vieh dann irgendwie verschrecken. Deswegen gehen wir hier mit äußerster Vorsicht vor. Ich weiß, ihr wollt natürlich auch sehen, dass wir mal endlich auf was schießen. Aber was heißt endlich? Wir sind in der zweiten Folge. Kann schon sein, dass wir da mal richtig Pech haben. Und dass wir da mal 3-4 Folgen irgendwie ohne was haben. Aber dafür haben wir mehr Zeit für uns, ne? Können wir mehr über irgendwelche Sachen labern, die uns beschäftigen? Wie gesagt, wenn ihr coole Themenvorschläge habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Wird immer ungefähr eine Woche dauern, bis ich dann auf die Sachen eingehen kann. Denn dadurch, dass die Folgen hier auch ein bisschen länger sind, muss ich da ordentlich vorproduzieren. Aber keine Sorge, ihr wisst ja, wenn ihr Abonnent meines Kanals seid, ich lese mir wirklich jeden Kommentar immer ganz gerne durch und versuche auch auf alles zu antworten. Zurzeit geht es mir sowieso ganz gut. Denn ich habe heute frei. Ja, heute Freitag mal frei. Am Freitag. Sollte ja eigentlich immer frei sein, deswegen heißt er Freitag. Aber das ist ja bei mir nicht die Regel. Aber ich habe heute mal frei und genieße den Tag. Ja, mit ein bisschen nichts machen. Und. Da vorne ist der Brummschrei. Mich wundert so ein bisschen, dass wir hier noch nicht die Fährte von dem aufgenommen haben. Aber was nicht ist, kann ja noch... Alter, sieht das geil aus. Was nicht ist, kann ja noch werden. Ich glaube, wir sind richtig weit weg von dem Tier. Es wäre halt schön, wenn wir es zumindest mal sehen. Wir müssen gerade aufpassen, dass wir hier nicht so laut durchgehen. Weil zumindest hören wir ja jetzt Rufe. Und wo ein Ruf ist, ist auch ein Tier. Müssen wir bloß noch finden. Müssen wir bloß noch näher rankommen. Und es ist tatsächlich so, dass wenn du hier aufrecht durchlatschst, dann bist du doch deutlich krass zu hören.
Aber wir haben bis jetzt noch nicht mal irgendwie eine Spur. Wenn wir wenigstens eine Spur hätten. Das ist alles kein Problem. Wir laufen mal wieder in Richtung des Brunftschreis. Und immer aufmerksam die Umgebung abchecken, ob da vielleicht irgendwo irgendwas liegt oder sich bewegt. Und da haben wir schon die erste heiße Spur, Leute. Ich muss noch gucken. Trabend. Warum sind die immer alle trabend unterwegs? Und dann vor allen Dingen natürlich genau in die Richtung, aus der wir gerade kommen. Ich weiß nicht, Leute. Ich habe das Gefühl, wir haben so einen blinkenden Punkt über dem Kopf. Oh, gehend. Das ist ein Reh sogar. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Wenn das Teil nur geht, dann ist es wahrscheinlich noch gar nicht so weit weg von der Fußspur. Aber sehen tue ich wie immer nichts. Ich suche auch gerade die nächste Spur. Wahrscheinlich hier im hohen Gras. Beziehungsweise im Gebüsch. Wer sich übrigens fragt, so ein bisschen technische Daten, das Ganze läuft auf der Apex Engine. Ist von Avalanche Studios gepublished und Expansive Worlds hat das, glaube ich, ja, entwickelt das Game. Da vorne ist die Spur. Ja, läuft eigentlich sehr performant, obwohl ich jetzt hier auch keine 60 Frames steady habe. Sondern es dippt so ein bisschen nach unten. Losung sehr alt. Na, toll. Das ist genau das, was ich jetzt nicht lesen wollte. Wir haben aber auch Pech, Leute. Wir haben aber auch Pech. Muss man schon so ehrlich sein und sagen. Aber wir werden jetzt mal verfolgen und gucken und hoffen. Da vorne ist auch noch eine Spur. Das ist aber wieder von einem anderen Tier. Ich finde, so ein Reh, da traue ich mich halt auch ran mit unserem Gewehr. Normalerweise schießt man dann in die Lunge, beziehungsweise in die inneren Organe, die halt im Brustbereich etwas weiter unten liegen. Ich habe aber das Gefühl gehabt, dass zumindest mit der ersten Knarre, die man hat, so ein Schuss ins Rückenmark, also in die Wirbelsäule, dass das deutlich mehr bringt, dass das deutlich schneller tötet halt. Oder erlegt. Tötet klingt so, naja, ich meine, das ist genau das, was wir machen. Guck mal, hier ist auch wieder so ein Gebiet. Ein Futtergebiet. 5 bis 9:30 Uhr. Ah, da sind wir aber leider drüber hinaus. Hier haben wir wieder einen trabenden Hirsch. Weiß ich nicht, ob ich den wirklich verfolgen will. Aber mittlerweile sind wir ja schon froh, wenn wir zumindest mal irgendein Tier zu Gesicht bekommen. Apropos Tiere, guck mal da. Ein Eichhörnchen. Der sitzt da einfach. Interessiert ihn gar nicht. Ich gehe mal hier oben auf den Berg. Von da oben haben wir doch bestimmt einen richtig guten Blick. Wenn wir dann da oben raufkommen. Von da können wir doch bestimmt irgendwas erspähen.
Springen kannst du übrigens auch. Und dich wie ein Vollidiot bewegen kannst du auch. Das geht ganz einfach. Aber ist cool, so ein kleiner Hügel hier. Da haben wir mal einen richtig geilen Blick über die ganze... über die ganze Karte oder zumindest einen Teil der Karte. Naja, da wäre ich jetzt auch gerne an meinem freien Tag, aber es ist ein bisschen kalt draußen, so ich habe keinen Bock rauszugehen bei dem Wetter. So regnerisch, neblig, kalt draußen, aber das wisst ihr ja selber. Zumindest im Raum Berlin ist es so. Alles relativ schwierig zurzeit hier. Aber zumindest haben wir, wie gesagt, jetzt auch so ein Futtergebiet. Sowas ist ja auch schon mal nice to have. Und da haben wir eine Fährte. Was ist denn das? Auch wieder ein Reh. Gehend. Ein gutes Gefühl jetzt. Wir sind hier ziemlich abgelegen. Das Tier geht. Wir haben einen guten Blick nach unten. There. Use your binoculars to get a closer look. Da ist es. Scheiße, es ist so nah. Aber ich kann nicht genau schießen von hier. Aber jetzt gleich. Wir haben getroffen auf jeden Fall. Jetzt heißt es bloß, die Spuren nicht verlieren. Ich hoffe, dass wir einen ordentlichen Schuss... Ich meine, Blutungsgrad sehr gering, lässt mich schon wieder ganz böse Sachen vermuten. Aber ich hoffe, dass wir hier beim Hang vielleicht das Tier nochmal finden. Vielleicht nochmal einen zweiten Schuss landen können. Ich meine, früher oder später blutet sowieso aus. Ich meine, Zeit zum Kacken hat es immer noch gehabt. Scheiße, aber hier so im Dickicht ist halt ganz schwer, dann die Spur zu behalten. Da ist es. Was ihr jetzt gerade auf der Karte seht, hinter mir, auf dem Hunter Mate, da ist jetzt so eine lilane Fläche. Ah, Jagddruck. Wenn ein Tier erlegt wird, entsteht Jagddruck in der Umgebung. Tiere meiden diese Gebiete. Das heißt, wir müssen uns dann halt sowieso fortbewegen in andere Gebiete rein. Aber das Interessante ist ja, dass da steht, dass wenn ein Tier erlegt wird, das heißt also, wir haben es erlegt. Irgendwo liegt es. Wir müssen es jetzt bloß noch finden. Ist natürlich auch wieder leichter gesagt als getan ist. Hier im Unterholz. Das Gute ist ja, dass es relativ krass leuchten müsste. Scheiße. Ich geh nochmal zurück zur Spur, die wir hatten. Und guck nochmal von da, ob wir da in irgendeine Richtung irgendwas sehen. Denn da verliert sich die Spur. Ich will nicht schon wieder ein Tier verlieren. Wie in der Testaufnahme in der ersten. Alter, war ich da sauer. Da bin ich 90 Minuten lang. Bin ich hinter einem Tier her.
Und dann war es weg. Einfach weil das Tier dann immer im Kreis gerannt ist und irgendwann konnte es die Spuren nicht mehr voneinander unterscheiden. Ah, da leucht was. Ah nee, das ist das Futtergebiet. Ah. Also Leute, irgendwo hier muss ja was sein. Hier leuchtet was blau. Das ist eine andere Spur. Da vorne. Das ist dann natürlich sehr schwierig, hier hinter so einem Reh herzukommen. Das wird jetzt auch nicht aufhören zu laufen. Bis es dann halt irgendwann nicht mehr laufen kann. Vielleicht, wie gesagt, haben wir nochmal einen Blick drauf. Ab diesem Zeitpunkt, wo du geschossen hast, bin ich mir halt nicht sicher. Sollte ich da hinterher rennen oder sollte ich hinterher laufen? Weil ich glaube nicht, dass die Tiere dann nochmal stehen bleiben und sich halt nochmal abknallen lassen. Deswegen, ja, keine Ahnung. Wenn ihr das wisst, wenn ihr da ein bisschen Erfahrung mit dem Game habt, es gab ja davor auch dieses MMO davon, ne, The Hunter. MMO, da musstest du aber Lizenzen kaufen für verschiedene Tiere, das fand ich ein bisschen blöd. Das Teil hier ist, ja, du kaufst halt einmal und kannst es dann spielen. Wie du willst. Gerade eben, wir sind auf jeden Fall dran an dem Tier. Das Blut. Aber der Blutungsgrad ist halt sehr gering, dadurch, wie gesagt, dass wir hier eine richtig schlechte Waffe auch haben. Und ich habe nicht unbedingt da getroffen, wo ich eigentlich treffen wollte. Mann, Mann, Mann. Hier eine Spur zu behalten ist aber auch hohe Kunst. Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob wir hier die Chance haben, nochmal das Tier zu sehen und einen Schuss zu landen. Aber da vorne sehe ich schon, da liegt es. Da. Da haben wir es. Das ist unsere erste Trophäe. Dann haben wir einen Geldbonus. Wir haben... Ah, siehst du? Ich hatte halt hier auf den sogenannten Spine, ne, die Wirbelsäule, gezielt. Hab leicht drüber geschossen. Das ist natürlich schlecht gewesen. Hätten wir da getroffen? If you want to get your bearings, there are lookout points spread out all over the reserve. Alles klar, danke. Hätten wir da getroffen, dann wäre das Tier halt deutlich schneller umgekommen. Genauso wie wenn du hier hinten triffst. Hier seht ihr schön die Lunge, ne? Und hier vorne drin, da unten siehst du das vielleicht. Ich würde gerne ranscrollen, aber das kann man nicht. Da liegt das Herz, ne? Ansonsten hast du hier hinten, hast du die Blase und den Magen. Ne, hier ist die Blase, hier ist der Magen. Hier sind die Lungen. Und so weiter und so fort. Ja, dann wie gesagt, hier Trophäenwertung ist 0, Effizienzbonus ist auch 0, weil wir richtig beschissen getroffen haben. Ethikbonus 100, weil wir halt die richtige Waffe benutzt haben. Verwertung in Folge 0, was bedeutet, wenn wir halt jetzt nochmal so ein Tier jagen, dann kriegen wir da einen Bonus. Ja, dann haben wir hier EP und Geld bekommen. Wow, you're a fast learner. Danke. Da haben wir einen Brumpftschrei. Und auf dem Huntermate wurde uns vorgeschlagen, einen Aussichtspunkt zu besuchen. Das können wir natürlich auch mal in Angriff nehmen. Aber erstmal will ich gucken, ob wir hier vielleicht nochmal die Chance bekommen, auf den Dammhirsch zu gehen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Gucken wir mal, was haben wir denn hier Schönes. Trabendes Reh. Schauen wir mal auf der Karte. Wo sind wir denn? Die Karte, ja, super Karte.
Aussichtspunkt. Da könnten wir geradeaus weiterlaufen. Dann kommen wir direkt zu einem Aussichtspunkt. Also in dieser Richtung. Wenn wir da auf dem Weg da noch irgendwas finden, können wir natürlich noch mal gucken. Aber jetzt am Anfang lohnt sich's vor allem halt, die Quests erstmal abzuarbeiten. Er ist wohl in unsere Richtung gegangen und dann losgetrabt. Okay, ich dachte, ich hätte was gehört. Mann, ich weiß nicht mal, ob das das richtige Teil ist hier. Wahrscheinlich stehen die Hirsche auch irgendwo und denken, what the fuck ist denn das, Alter? Ja, aber ihr habt gesehen, er ist jetzt nicht irgendwie ultra krass dargestellt mit den Tieren, dass die da irgendwie aufgerissenen Magen haben oder sonst was. Deswegen, ich finde das hier eigentlich relativ human gemacht und so macht es mir auch nichts aus. Denn wie gesagt, wir sind ja hier nur in dem Spiel. Und es sieht super schön aus, finde ich. Und irgendwas interessiert mich halt an diesen Jagen. Ich glaube, weil du halt so slow paced, du bist total auf dich gestellt, ne, läufst hier lang, hast eine coole Umgebung, hast Zeit einfach mal für dich selber mit dir ein bisschen zu quatschen. Oder über Themen, wie gesagt, wenn ihr da irgendwie coole Ideen habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich sag das jetzt am Anfang mal ein bisschen öfter. Nicht, dass einer kommt und sagt, habe ich nicht gewusst. Ja, der ist trabend unterwegs, da glaube ich kaum, dass wir da irgendwie hinten rankommen. Da ist nochmal eine Spur. Können wir mal gucken, was das ist. Gehend. Ich versuche nochmal hier mit unserer Kuh aus der Dose. Da vorne geht die Spur weiter. Wir können halt, wenn wir ein Tier in der Mitte des Fernglases haben, dann können wir das markieren und dann wird es uns für kurze Zeit zumindest auch durch Sachen angezeigt, wenn wir nicht das Fernglas ausgerüstet haben. Aber so wie es aussieht, ist hier nicht viel unterwegs gerade. Ja, und da trabt er schon wieder. Wir schauen mal nochmal auf der Karte. Diese Richtung, beziehungsweise wenn wir hier weiterlaufen, dann kommen wir auf den Weg. Und da oben ist auch der Lookout Point, der Aussichtspunkt. Muss ich immer an den Umkehrgrenzpunkt denken. Ich habe ja so eine Theorie, was Beziehungen und was menschliche Verhaltensweisen und so, was das angeht. Ich finde, für alles, wie du bist, gibt es einen Umkehrgrenzpunkt. Ab diesem Punkt wirst du erstmal auf der Schiene, auf der du dich befindest, weitergehen, bis du über einen Zeitraum X quasi etwas an der Situation, an der Gesamtsituation, ich weiß, das klingt voll kryptisch, änderst. Und ab dem Punkt, wo du dann wieder was geändert hast, ab diesem Punkt kommst du irgendwann wieder über einen neuen Umkehrgrenzpunkt. Ab diesem Punkt kannst du nicht einfach wieder zurück, sondern du musst erst wieder umlernen. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier Schönes haben. Neuer Hintergrund. Eintrag zum Kodex hinzugefügt. Und ein EP-Bonus. Können wir bestimmt einen schönen Screenshot machen. Aber das I darüber nervt mich so ein bisschen. Oh, guck mal, da unten ist sogar so eine kleine Hütte. Können wir auch mal gucken, was das dann ist. Aber erstmal genießen wir hier die schöne Sicht. Sieht echt schön aus hier. Man kann auch, ja, ich weiß nicht, wie das heißt. Aber so Geweihe, die abgestoßen werden. Abstoßungen oder so? Keine Ahnung. Das klingt so wie so ein totes Embryo.
Jedenfalls kannst du sowas auch in der Wildnis finden. Dafür bekommst du auch Geld und Erfahrungsbonus. Und es gibt hier halt Orte, ja, Point of Interest, also Orte, an denen irgendwas Interessantes zu sehen ist. Und da kannst du teilweise Sachen aus dem Zweiten Weltkrieg noch finden und so. Wie irgendwelche Stahlhelme oder so. Und dafür kriegst du halt auch Geld und Erfahrungspunkte und erfährst ein bisschen was über die Gegend, in der du hier eigentlich unterwegs bist. Finde ich sehr geil. Aber wir waren ja beim Umkehrgrenzpunkt stehen geblieben. Und zwar kannst du es in Beziehungen ganz simpel sehen. Wenn du Single bist nach einer längeren Beziehung, dann ist das ungewohnt, weil du ein Beziehungsmensch warst, ne? Und ab einem gewissen Punkt hast du aber gelernt. Es kommt natürlich auch darauf an, ob du wieder eine neue Beziehung hast in gewissen Zeitabstand. Aber wenn du eine gewisse Zeit lang dann alleine unterwegs warst, Single, dann bist du irgendwann über den von mir benannten, also ich habe dieses Wort nicht erfunden, aber über den Umkehrgrenzpunkt hinaus. Und ab da wird's dann schwierig, einfach in eine Beziehung reinzustarten, weil du merkst auf einmal in der Beziehung viel stärker als vorher, alles klar, ich bin hier total eingeengt und irgendwie passt mir das alles nicht. Weil du halt, wie gesagt, zu lange Single warst. Ne? Und genauso ist es andersrum. Und das dann wieder umzulernen, benötigt aktiv, dass du an dir arbeitest. Boah, ich finde das so geil mit dem Wind. Dass du an dir arbeitest, ne? Und das braucht wieder eine ganze Zeit. Und dann gewöhnst du dich wieder an die Beziehung und so. Und das ist, wie gesagt, ein Prozess. Und ab einem gewissen Punkt bist du quasi wieder über einen neuen Umkehrgrenzpunkt hinaus. Und zwar genau den, ab dem die Vorstellung, alleine zu sein, schon wieder irgendwie total. Da fehlt dir dann was. Weißt du? Und ich finde, das klingt, ich weiß, das klingt total abgedreht, aber ich glaube, so funktioniert der Mensch. Und das funktioniert nicht nur mit Beziehungen, sondern mit allem, was du so hast. Ich meine, das ganze Erwachsenwerden ist ja quasi über einen Umkehrgrenzpunkt hinausgehen. Quite a view, isn't it? From here, you can see a lot of great hunting opportunities in the nearby area. Rattenfeld is a favorite region for a lot of hunters. The fallow deer is such a classic animal to hunt, but we also get a lot of history buffs here. To the south lies the Hirschdorf Hügelgrab, a grave mound dating back to the Bronze Age. Be sure to stop by one of the outposts. They're essentially base camps. Hirschdorf-Hügelgrab, im Süden, das müsste dann tatsächlich das hier unten sein. Hier haben wir das Gedicht von Rattenfeld. Und hier unten ist der Außenposten. Na, mal gucken. Wir haben übrigens einen Fertigkeitspunkt, sehe ich gerade. Deswegen gehen wir mal auf Fertigkeiten und wir nehmen natürlich den Pirscher, denn ich will gern aktiv jagen, anstatt einfach irgendwo rumzusitzen. Hier haben wir Stufe 1. Der Richtungsverfolgungskegel wird sowohl in der Welt als auch auf der Karte schmaler und präziser. Sehr nice. Ich glaube übrigens nicht, dass man hier alles freischalten kann, sondern man muss sich da immer so ein bisschen für irgendwas entscheiden. Warte mal, wir gucken nochmal hier oben, war aber nichts mehr zu finden. Nö, nö. Geld haben wir gefunden. Wie gesagt, Munition und so muss man hier auch kaufen. Neue Waffen kann man hier auch kaufen, neue Visiere. Es gibt diese Lockmittel, von denen wir uns, obwohl wir Pirscher sind, auch welche holen werden. Einfach nur, um ja auch so eine Lockrufe mal nutzen zu können, um die Tiere vielleicht auf uns aufmerksam zu machen. Ansonsten, wie gesagt, werden wir den Pirscher und vornehmlich mit den Gewehren unterwegs sein. So, warte mal, jetzt hole ich mal den guten raus hier. Tutorial Außenposten. Besuche einen Außenposten. Das ist die rote Hütte, die wir gesehen hatten. Wo war ich stehen geblieben? Ja, das ganze Erwachsenwerden ist quasi über so einen Umkehrgrenzpunkt rüber zu gehen, den manche Männer, auch ich selber, nie wirklich erreichen. Nee, aber du hast halt immer diesen Punkt in dem, wie du dich verhältst, über den du erstmal hinauskommen musst, quasi an dir selber arbeiten musst, aktiv was machen musst, um quasi über den Punkt hinüberzukommen, an den es erstmal kein Zurück gibt. Nehmen wir mal an, wenn du. Pass auf, ein super Beispiel. Viele Soldaten, die im Krieg sind,
Es gibt da so eine Geschichte von einem Soldaten, der hat erzählt, er hat einen Kumpel gehabt, den kennt er aus Kindheitstagen und die haben sich immer geholfen, sich immer aus der Scheiße rausgeholfen, immer in der Schule geholfen und und. Und mit ihm zusammen hat er dann. Gently now. Take a deep breath to steady your aim. Mit dem zusammen hat er dann gedient. Oh, jetzt muss ich mich konzentrieren. Diesmal wollen wir es nicht versauen. Es steht scheiße. Ich hätte gern, dass es sich ein bisschen zur Seite dreht. Ich will nicht wieder den Schuss versauen. Aber hab das Gefühl, dass wenn ich jetzt nicht gleich schieße, dass es dann abhaut. Bleeding. That's a hit. Follow the blood trail to find Scheiße. it. Shouldn't have gone far. Jedenfalls hat er mit dem zusammen gedient. Und da gab es halt so eine Situation, wo sie über ein Feld gegangen sind. Es war irgendwo in Vietnam. Und da wurde dann der Freund angeschossen. Die waren auch in derselben Kompanie. Damals. War auch in der, waren in derselben Kompanie. Jedenfalls wurde er angeschossen und er wollte dann natürlich seinen Freund helfen, so wie man es halt gewohnt ist. Ich meine, wir haben gesehen, wie der Dreh hier lang gerannt ist. Oder der Hirsch, es war ein Hirsch. Ne, so wie es immer war. Fleischwunde, nein! Oh Gott! Das ist ganz, ganz schlecht. Ne, während Beschuss war, aber da hat der Kompanieanführer oder der Zugführer in dem Fall hat gesagt, nein, du musst weiter, lass ihn liegen, dafür gibt es die Sunnis, wir müssen weiter. Warte mal, zwischendurch will ich mal hier auf jeden Fall das Gebiet aufdecken, denn wir haben hier schon wieder irgendwie was Interessantes. Ein Futtergebiet haben wir hier. Ja, aber ich glaube, das Tier jetzt zu verfolgen, das bringt nicht wirklich was. Ich glaube, das haben wir echt versaut, den Schuss. Vor allen Dingen finde ich hier auch wirklich nichts mehr. Hier ist eine Blutspur. Oh, aber es wird rot angezeigt, das Gebiet. Das heißt, vielleicht haben wir es tatsächlich doch erlegt. Jedenfalls hieß es dann, du musst weiter, wir müssen weiter, du kannst hier nicht stehen bleiben, weil logisch, dann wirst du halt auch abgeknallt. Aber du hast jahrelang gelernt, wie du in deinem sozialen Umfeld, mit deinen sozialen Freunden, wie du umgehst, man hilft sich gegenseitig. Und dieses Umlernen hat derjenige damals, ich weiß leider nicht mehr, wo das war, aber er hat es halt beschrieben, als wenn er quasi die Menschlichkeit, da vorne haben wir es, die Menschlichkeit aufgeben musste und völlig abstumpfen musste. Da, und wir haben wieder ganz knapp verfehlt. Mann! Und mal sehen, hier haben wir einen Muskel. Der zweite war schon deutlich besser, der zweite Schuss. Dann mal hier, Muskel, Hinterlauf, Oberschenkelknochen rechts. Den haben wir getroffen. Also hier ungefähr. Das war schon deutlich, ja, ein besserer Schuss. Mann, Mann, Mann. Aber da haben wir zum Beispiel keinen Ethikbonus. Ja, wahrscheinlich, weil wir auch schon wieder so beschissen geschossen haben. Aber egal, soll uns nicht interessieren. Was wir haben, haben wir. Wie gesagt, musste er umlernen. Zum Außenposten wollten wir übrigens. Laufen wir einfach wieder zurück. Und als er dann quasi wieder in der Zivilisation war, als der Krieg vorbei war, ne, in Vietnam, war er völlig abgestumpft. Wenn Leute Hilfe gebraucht haben, hat er zwar geholfen, aber er hat gemerkt, wie er selber quasi ganz anders auf Leute eingeht, ganz anders interagiert sozial. Dieses Reservierte. Und ich finde, man kann da auch wieder diesen Umkehrgrenzpunkt, an diesem Punkt, wo du quasi aus deinem natürlich angelernten sozialen Umgang rausgerissen wirst, völlig neu umlernen musst, wie du dich zu verhalten hast. In dem Punkt bist du an einem Punkt gekommen, wo es kein Zurück mehr gab. Und das merkst du, sobald du wieder in der Zivilisation, in der normalen Welt außerhalb des Krieges ankommst. Du bist
über den Umkehrgrenzpunkt hinaus. Du kannst nicht einfach umschalten. Du kannst nicht einfach sagen, wir sind jetzt nicht mehr in Vietnam. Es ist kein Krieg mehr. Ich muss mich so und so verhalten wieder. Das geht nicht. Du kannst nicht einfach diesen Schalter umlegen. Deswegen gibt es ja so viele Leute, die nach dem Krieg auch an posttraumatischen Stresssyndrom leiden. Ich habe mal irgendwo eine Studie gelesen, wo es hieß, dass mehr amerikanische Soldaten nach dem Krieg zu Hause sterben als im Krieg. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist doch logisch, Unfälle passieren zu Hause. Aber die meisten, also die Selbstmordrate von aus dem Krieg gekommenen amerikanischen Soldaten ist relativ hoch. Und das hat halt viel damit zu tun, dass die Leute gar nicht mehr in der normalen Welt funktionieren können. Und die in der normalen Welt wieder in Anführungszeichen angekommen sind, die beschreiben das Ganze auch als einen Lernprozess. Du musstest wieder den normalen sozialen Umgang lernen. Und das ist das, was ich meine mit dem Umkehrgrenzpunkt. Du kommst über einen Punkt rüber. Tja, hatte ich gesehen. Du kommst über einen bestimmten Punkt rüber, an dem es erstmal kein Zurück gibt. Es sei denn, du bist aktiv dabei zu lernen. Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr zu dem Thema denkt. Ich weiß, ist ein bisschen abgedreht. Aber naja, wir sehen uns hier auf jeden Fall in der nächsten Folge von The Hunter. Call of the Wild. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.